Und wenn du diese Blockade lösen kannst, hast du eine 100%ige Erfolgsgarantie. Über 90% stolpern genau darüber. Übersehen es oder wissen es nicht, erkennen es nicht. Und genau dann passiert uns, dass wir immer mehr PS sammeln, aber wir bringen unsere PS nicht auf die Straße. Und wenn wir ein Ziel verfolgen, dann haben wir oft das Gefühl, wir brauchen noch dies oder jenes. Und es kann sein, es braucht noch eine Ausbildung, das kann schon sein. Und grundlegend braucht man ja einige Voraussetzungen, um sein Ziel zu erreichen, das stimmt. Aber sehr oft sind wir idealistisch. Wir glauben, es muss perfekt sein. Es fehlt uns noch dieses Konzept. Oder wir glauben, ja, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Im Frühling sagen wir, ja, jetzt ist Sommer, jetzt sind die Leute auf Urlaub, aber im Herbst werde ich starten. Und im Herbst sagen wir, ja, jetzt ist Herbst, jetzt ist dann bald Winter, aber nächstes Jahr geht's los. Und hier versteckt sich ein unbewusstes Verhalten. Wir haben das Gefühl, es ist noch nicht alles richtig. Ein unbewusstes Verhalten sagt uns, ich bin noch nicht richtig. Ich fühle mich noch zu wenig. Es ist noch nicht gut genug, so wie ich bin und so wie ich es mache. Ich brauche noch dies und jenes. Und alles, was wir dann im Außen hinzufügen, mit Konzepte oder Zeit, Wartezeit oder Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht da sind oder nicht die richtige Reichweite da ist, genau da verschieben wir unser inneres Mangelbewusstsein ins Außen und es wird nie genug sein. Es werden niemals alle Ampeln auf grün sein. Niemals. Es geht darum, sein inneres Mangelverhalten zu erkennen und zu sagen, hey, wovor habe ich Angst? Wovor habe ich Angst? Und es gibt wirklich Menschen, die haben Angst vor Erfolg. Die haben Angst vor dem, ihr Ziel zu erreichen. Die haben Angst vor dem, gesund, vital und voll fit zu sein. Ganz im Ernst, solche Menschen gibt es. Die sagen, hey, jetzt passt es eh so halbwegs. Komfortzone, es kann ruhig so bleiben. Und wenn du diesen Schritt machst, bist du garantiert erfolgreich. Nimm dir jeden Tag eine Stunde Zeit, eine Stunde Umsetzungszeit. Mit wem kannst du in Kontakt treten? Was kannst du jetzt tun, um umzusetzen? Genau das umzusetzen. Es muss nicht perfekt sein. Starte los, leg los, jeden Tag eine Stunde. Und wenn du garantiert 100% erfolgreich sein willst, und zwar in der kürzeren Zeit, dann nimm dir jeden Tag 3 Stunden Umsetzungszeit. Setze um. Setz dich her. Was muss ich jetzt tun, um umzusetzen? Mit jemandem in Kontakt zu treten, jemanden anzurufen, mit jemandem darüber zu reden. Was auch immer, dir wird einfallen, was richtig ist. Nimm dir jeden Tag 3 Stunden Zeit und du kommst an deinem Erfolg gar nicht mehr vorbei. Deine Hürde oder deine Blockade ist wie aufgelöst. Durch das Tun, durch das Losgehen wirst du sagen, was war meine Blockade? Ich war nicht gut genug. Es ist so, wie du bist, es ist jetzt perfekt. Du kannst jetzt losstarten. Nimm dir jeden Tag Zeit. Denn der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Und denk immer daran. Wenn du nicht losgehst, geht nichts los. Also starte jetzt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne eine Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und wenn du Hilfe brauchst, schreib mir.